Wunderbar. Einfach nur wunderbar ist unser Spiel des Monats für Sid Meier's Civilization 6 für den Monat April 2017. Wunderbar, denn es geht darum, Wunder zu sammeln. Ein Spiel des Monats, das wie immer organisiert wird von meinem Community-Forum community.writingbull.de und von civforum.de Luxi. Unser Moderator hat euch ein Safe gebastelt wie jeden Monat und im Einzelspieler-Wettbewerb untereinander könnt ihr darum wetteifern, wer die Aufgabe, die Luxi euch gestellt hat, am besten, am schnellsten, am erfolgreichsten bewältigt. Diesmal spielen wir mit Katharina von Medici. Wunderbar ist das allein schon deshalb, weil eure Aufgabe darin besteht, diesen Monat so viele Wunder wie irgend möglich zu bauen, bis zur Runde 300 dieser Partie. Das ist bei Katharina von Medici, der Herrscherin von Frankreich, ein bisschen einfacher. Sie hat den Bonus Grand Tour. 20% mehr Produktion für alle Wunder des Mittelalters, der Renaissance und des Industriezeitalters. Der Spielstand, den Luxi euch gebastelt hat, beginnt nicht etwa in der grauen Vorzeit oder in der Antike, sondern in einem fortgeschrittenen Zeitalter bereits, nämlich in Runde 136 im Jahre 500 unserer Zeitrechnung und mit gleich mehreren Einheiten, mit einem Siedler, ach Quatsch, gleich mit zwei Siedlern. Wer wollt, könnt ihr gleich an Ort und Stelle beispielsweise die Stadt Paris gründen, verfügt dann sofort und augenblicklich bereits über Seide, die ihr allerdings noch mit eurem Bauarbeiter, mit eurem Handwerker anschließen solltet. Ihr könnt ihn auch erst einmal benutzen. Er hat drei Bauaktionen insgesamt, um eine Weide anzuschließen oder später hier hinzurennen, das Reisvorkommen mit einem Bauernhof anzuschließen. Ihr könnt hier ein Lager bauen, was auch immer. Ihr habt einen zweiten Siedler, mit dem könnt ihr die Landkarte entdecken, am besten vielleicht begleiten lassen durch einen Speerkämpfer. Eine Nahkampfeinheit, ihr habt einen Speer, mit dem ihr hin und her flitzen und aufdecken könnt, was ihr sonst in der Umgebung dieses Stadtstandortes noch alles an guten Dingen sich vor euch versteckt. Und ihr habt noch einen Bogenschützen. Wenn ihr wollt, stellt ihn nach Paris rein und lasst ihn eure Bürger bewachen und beschirmen. Mein persönlicher Tipp wäre, in Paris vielleicht erstmal einen weiteren Handwerker zu bauen. Könnt ihr auch erstmal defensiv spielen, eine Stadtmauer errichten, was auch immer. Wir spielen in der Zukunft, das heißt, ganz, ganz viele Technologien stehen euch bereits zur Verfügung. Wenn ihr wollt, legt vielleicht mit Ausbildung los. Dann habt ihr als erstes gleich das Industriegebiet freigeschaltet, könnt dadurch vielleicht eher in die Wunderproduktion einschalten. Und bei der Ausrichtung macht das, was euch immer persönlich am besten und am klügsten erscheint. Geht beispielsweise in den Feudalismus, dann ist es etwas einfacher. Bauernhofmodernisierung, die einander angrenzen, denen einen zusätzlichen Nahrungsertrag zu liefern. Und der würde diese coole Karte bekommen. Leibeigenschaft, zwei zusätzliche Bauaktionen für alle Handwerker. Eine Regierungsform müsst ihr euch natürlich auch auswählen zum Start. Oligarchie, Autokratie, klassische Republik. So viele schöne Dinge, die euch zur Verfügung stehen. Eure persönliche Entscheidung. Ich finde, zu Beginn gibt es eher wenig Krieg. Das würde vielleicht eher für die klassische Republik sprechen. Andererseits bei der Erforschung der Gegend. Wer weiß, auf welche Barbaren man stößt. Eure Sache. Entscheidet euch für irgendetwas. Setzt dann die Karten eurer Wahl ein. Zum Beispiel, wenn ihr auf Gesandt, wenn ihr auf Stadtstaaten trefft, dass ihr dann schnell viele Einflusspunkte bekommt, beispielsweise. Dass eure Einheiten, wenn sie Barbaren jetzt treffen, mehr Kampfstärke haben, um sie umbringen zu können. Ihr könnt darauf gehen, dass ihr die Handwerker schneller produzieren könnt. Die sind ja auch notwendig zu Beginn des Spieles. Und setzt eine Joker-Karte eurer Wahl ein. Beispielsweise die, dass ihr zu Beginn etwas an Gold spart beim Einheitenunterhalt. Denn anfangs sind die Starteinheiten, die ihr habt, die können schon ein klein bisschen ins Geld gehen. Das wäre eine Möglichkeit, das Spiel zu machen. Wie auch immer, zockt es durch bis zur Runde 300. Erledigt das Ganze bis zum 30. April 2017. Und wo ihr das Safe bekommt, schaut mal in die Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Dort findet ihr einen Link auf die Threads, zum Beispiel in meinem Community-Forum, wo ihr das Safe runterladen könnt. Spielt es und befolgt die Regeln. Schickt das Safe spätestens ein zum 30. April. Was ihr da alles beachten müsst, das findet ihr auch alles erklärt in diesem Thread, den ihr da anklicken könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel. DLCs braucht ihr übrigens nicht, außer dem Gratis-DLC Azteken, über den jeder verfügt. Und ja, über Ostern soll es regnen. Weite Teile von Deutschland sind matschig, sind in einem grauen Regenschleier verdeckt.
Vielleicht war für euch eine Gelegenheit, hier lieber den Fog of War zu lüften, den Kriegsnebel bei Civ 6. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Spiel des Monats. Viel Erfolg, drückt euch die Daumen, toi 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 und das ist das Allerwichtigste. Viel Vergnügen.